Wenn du gerade noch überlegst, ob du dich selbstständig machen solltest oder es beim Alten belassen solltest als Angestellter, dann lade ich dich heute ein, meiner kleinen Metapher, meiner Geschichte einfach zu folgen, um dir genau bewusst zu machen, was die Unterschiede sind, wenn du dich gründest oder wenn du weitermachst, was die Vorteile sind, aber auch was die Nachteile sind, die auf dich zukommen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir begleiten nicht nur mehrere hundert Menschen dabei, ihr Unternehmen zu entwickeln, zu gründen oder schließlich zu verkaufen, sondern ich bin selbst auch Gründer und habe viele Unternehmen, mehr als 16, gegründet. Und deshalb weiß ich ganz genau, was der Unterschied ist, weil ich davor auch Beamter, also Angestellter war. Ich kenne also die Transformation, den Wechsel und die Vor- und Nachteile von beiden Seiten und die darf ich dir heute teilen. Und ein sehr gutes Beispiel, eine sehr gute Metapher ist der Unterschied zwischen einem Adler und einer Muschel, wenn man verstehen will, wie Unternehmer leben und wie Angestellte leben. Wenn wir uns nun zunächst den Unternehmer angucken, also den Adler, dann hat dieser Adler natürlich eine große Freiheit. Er kann überall hinfliegen. Er kann auf die Berge fliegen, in die Landschaft fliegen, kann übers Meer fliegen. Egal, wo er hin will, er ist absolut frei. Er sieht auch viel mehr von der Welt. Er kann viel mehr Einblicke nehmen und er kann jeden Tag auch neu entscheiden, was er macht, wohin fliegt. Der Nachteil aber des Adlers ist, dass er sich auch Gedanken machen muss, wo die Feinde herkommen, wo vielleicht Jäger sind mit Gewehren oder wo andere Raubtiere ihr Gewehr verteidigen. Und dann muss er sich auch diesen Revierkämpfen aussetzen. Und vor allen Dingen, die Nahrung, die wird ihm nicht gebracht. Vielmehr läuft alles vor ihm weg, weil alle Angst haben oder weil er sich einfach darum kümmern muss, seine Nahrung täglich zu fangen. Ganz anders sieht es bei der Muschel aus. Die Muschel, die liegt irgendwo in der Ecke eines Meeres. Und irgendwann lernt sie, dass wenn die Flut kommt, das dann auch neue Nahrung bringt. Da macht sie einfach nur Klappe auf und wartet, wie das Wasser da durchströmt. Und wenn die Flut zu Ende ist, macht die Klappe wieder zu und dann kommt die Ebbe und lässt das Wasser wieder abfließen. Das heißt, die Muschel hat ein relativ sicheres Leben. Es ist überschaubar, eine gewisse Routine ist da. Ebbe und Flut, die Gezeiten, da gewöhnt man sich schnell dran, zur Arbeit zu gehen, Urlaub zu machen, Gehalt zu bekommen, Geld auszugeben. Es ist alles berechenbar und automatisiert, aber auch langweilig. Das heißt, wenn die Muschel jetzt sagt, ich möchte mal in die andere Ecke des Meeres oder ich möchte mal auf den Berg, nun, das wird nicht möglich sein, weil ihre derzeitige Rolle, die sie eingenommen hat, das verhindert, weil es nicht möglich erscheint. Du siehst also, der Adler hat zwar viel Freiheiten, aber auch viel Verantwortung und viele Gefahren und Risiken. Das hat die Muschel nicht. Die hat wenig Gefahren, wenig Risiken und auch wenig Verantwortung, aber dadurch auch wenig Möglichkeiten. Und sicherlich werden wir als Kinder in Elternhaushalten reingeboren, wenn das alles gut gegangen ist. Wir werden über die Schule und über die Berufsausbildung Unternehmen hinein begleitet und dort leben wir als relativ gesicherte Angestellter, wo irgendein Chef darüber, ein Adler, die Verantwortung übernimmt, wo das Schiff hinfährt, wo die Kunden herkommen, dass die Gelder reinkommen. Wenn du aber selbst ein Adler werden willst, dann heißt es, Abschied zu nehmen vom Leben als Muschel. Das bedeutet, wenn du ein großes Freiheitsbedürfnis hast oder die Schnauze voll davon hast, einfach nur Muschel zu sein, Klappe auf, Wasser durch, Klappe zu, schlafen, Wasser kommt durch, Klappe auf, Klappe zu. Wenn dieses Leben dir zu langweilig geworden ist oder du zu fremdbestimmt dich fühlst, dann heißt es natürlich, den Wechsel in die Freiheit zu machen. Aber dieser Wechsel in die Freiheit bedeutet auch, das alte Land zu verlassen. Du kannst nicht gleichzeitig in Deutschland sein und nach Österreich gehen und dann bleibst du an der Landesgrenze stehen. Wenn du nach Österreich willst, dann heißt es, beide Beine in das neue Land zu setzen, genauso auch in die umgekehrte Richtung. Es bedeutet also, wenn du in die Freiheit kommen willst, ein Unternehmer, ein Selbstständiger zu sein, dass du auch etwas aufgibst. Und zwar diese Routine, die Sicherheit, die Normalität, das Bekannte, die Bequemlichkeitszone, vielleicht auch Menschen, vielleicht auch Beziehungen. Und auf jeden Fall wirst du hier oben dann auch die Bereitschaft haben müssen, um entsprechende Krisen zu durchstehen. Sprich also, hier oben in der Freiheit Verantwortung zu nehmen, und zwar für alles. Es gibt natürlich eine kleine Zwischenlösung, dass du sagst, du bleibst erstmal angestellt und gründest nebenbei deinen Nebenerwerb, um zumindest die Anmeldung und die Grundstrukturen, die ersten Investitionsphasen mit deinem Angestellten Gehalt finanzieren zu können. Aber auch da wird eines Tages der Schritt kommen, der Punkt kommen, wo du sagst, so, jetzt heißt es, die alten Zelte abzubrechen, die Brücken hinter dir abzubrechen, dein Muschel-Angestellten-Dasein aufzulösen und dann geht es in die Luft. Und das wünsche ich dir als Unternehmer seit über 20 Jahren, dass du den Sprung in die Luft wagst. Ja, du wirst Probleme haben, ja, du wirst Krisen haben, ja, du wirst Menschen verlieren, ja, du wirst Feindschaften haben. Auf der anderen Seite wirst du haben Freiheit. Du wirst es lernen, ein Mensch zu sein, der
die Fähigkeit erwirbt und den Glauben erwirbt, dass das, was er sich vorstellen kann, auch umsetzen kann. Und du wirst ganz viele neue Menschen kennenlernen, die auch als Adler dort oben ihre Kreise drehen. Und das macht mehr Spaß, als irgendwelche Kollegen nur zu haben, die entweder gegen dich mobben oder auf dich neidisch sind, dir die Arbeit zuschieben und du vielleicht nicht als Team zusammenarbeitest. Du kannst als Adler, kannst du die anderen Adler dir aussuchen, die dein Leben begleiten. Solltest du dabei Unterstützung wünschen, diese Transformation von der Muschel zum Adler abzuschließen oder vielleicht bist du schon im Nebenerwerb selbstständig, willst du den Vollerwerb, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne kannst du dann auch über unsere Berater verfügen, die weit über 40 inzwischen deutschlandweit auch arbeiten, entweder in Präsenzberatung oder über Videokonferenzen. Gerne auch kannst du jetzt den Kanal abonnieren, das Video mit Daumen hoch liken oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg, ein Adler zu sein oder wenn du schon ein Adler bist, einfach noch höher zu steigen, noch höhere Kreise zu ziehen und noch mehr die Welt zu erobern und in die wirkliche Freiheit zu kommen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.